Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Gestern habe ich euch ein kurzes Video eingestellt, wo ihr sehen könnt, wie die Drohne funktioniert. Zumindest mal ein paar Aufnahmen und Bilder, die die Drohne gemacht hat. Wir werden uns jetzt die nächsten Tage damit nochmal beschäftigen, ein bisschen Probe fliegen, ein bisschen gucken, wie was funktioniert. Und dann gibt es auf jeden Fall nochmal ein Vorstellungsvideo zur Drohne. Aber heute ist Montag, heute Morgen waren wir erst unterwegs und haben noch was besorgt und organisiert. Und jetzt sind wir heute Nachmittag hier am Hof zugange. Wir sind ja jetzt aktuell zu zweit oder sogar zu dritt und wollen jetzt mal sehen, dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Und es hat schon ganz gut geräumt. Wir gucken uns mal an, was wir bisher geschafft haben und was noch ansteht heute. Hier vorne haben wir jetzt Platz gemacht. Die Kanthölzer, die Paletten und so sind alle weg. Der Charlie hat da hinten die Gitterbox vollgesägt mit dem ganzen Holz, was hier noch lag. Die Kanthölzer haben wir natürlich in Sicherheit gebracht. Und jetzt können wir anfangen, hier das Brennholz zu lagern und zu stapeln. Da stehen ja da hinten 8 Gitterboxen unter der Plane. 2 sind schon leer. Das heißt, wir haben noch 6 volle Holzkisten, die wir jetzt gleich nach vorne sortieren und hier auf den freien Platz stellen. Und dann haben wir kürzere Wege und müssen nicht immer durch die Matsche laufen. Der Trecker steht schon bereit. Der hat das schöne neue Heckgewicht dran. Da werden wir jetzt anfangen, die Kisten wegzusortieren und die hier vorne hinzustellen, damit wir dann auch bei Schiedwetter trockenen Fußes an das Brennholz kommen, um dann ja, hier das vernünftig ins Haus zu holen. Wir haben da zwar noch eine andere Idee, aber das werden wir dieses Jahr aber nicht mehr umgesetzt bekommen. Eigentlich sollen die unterm Dach stehen, damit wir die nicht immer abdecken müssen. Aber das ist im nächsten Step. Jetzt fangen wir erstmal an und sortieren die um und holen den ganzen Kram her. Der Charlie hakt da noch die letzten Berge Laub zusammen. Man sieht jetzt gar nichts mehr. 4 Kisten haben wir jetzt da stehen. Aber ich denke, wir machen für heute Schluss. Morgen geht's weiter und dann seht ihr, wie weit wir gekommen sind, wenn es hell ist. Also Feierabend. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Hellen an. Also hier stehen jetzt die ersten 4 Kisten, die wir rumgeräumt haben. Diana und Charlie haben gestern hier mal das ganze Laub zusammengehakt und weggemacht. Hier links haben wir mittlerweile 2 leere Kisten stehen. Und da ist jetzt das Holz drin, was hier links gelegen hat, wo jetzt die Paletten hinkommen. Also auch da haben wir ordentlich aufgeräumt gestern und das Holz weggefahren. So, heute geht es aber Vollgas weiter. Wie ihr sehen könnt, die Sonne scheint, ein bisschen zumindest. Da vorne steht der Trecker mit der Feldspritze. Wir bringen jetzt das schon länger angerührte Flüssigdüngergemisch aus. Ich fahre jetzt vorne in die Wiese. Das Wetter spielt mit, der Boden spielt einigermaßen mit. Aber ich habe das, ich glaube, vor 3 Wochen angesetzt und habe das immer wieder gerührt, gerührt, gerührt. Jetzt muss es so langsam auch raus. Vor allen Dingen, weil ich denke, dass es jetzt die letzte Düngegabe wird. Danach werden wir wohl bei dem schlechten Wetter nicht mehr auf die Flächen kommen. Also werden wir die Feldspritze jetzt leer fahren, sauber machen, durchspülen, winterfest machen und dann an die Seite stellen. Weil ich davon wirklich ausgehe, dass das die letzte Tour ist in diesem Jahr. Also gehen wir jetzt nach vorne in die Fläche, fahren die Feldspritze leer. Dann haben wir das schon mal erledigt.
Das hat ja schon mal gut funktioniert. 500 Liter ausgebracht auf 0,56 Hektar Fläche. Also, wie ich immer mal wieder sage, 10 Liter auf 1000 Liter auf einem Hektar funktioniert locker. Die Feldspritze war jetzt halb voll. Perfekt. Also, hier sind wir jetzt fertig. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Aber eins wollte ich euch noch eben zeigen. Wir haben ja vor einiger Zeit die Siloballen hier zugeklebt und überall die Krähenlöcher gestopft. Und da gab es auch den einen oder anderen Kommentar. Ralf, liebe Grüße, aber die Ballen sind tipptopp, da ist nichts dran. Die schlimmsten Ballen haben wir zuerst rausgekramt. Das sieht jetzt teilweise auch echt schlimmer aus, als es war. Aber ich habe wirklich versucht, jedes Loch zuzukleben und jede Macke in der Folie zu reparieren. Und wir haben jetzt vorgestern einen Siloballen aufgemacht, auch von so einem schickigen Ballen hier. Und der war super von der Qualität. Der roch mega gut. Der hatte keinen Schimmel oder Gammel dran. Der war einfach nur ein Traum. Also das Zukleben hat schon was gebracht. Weil hätte ich das nicht getan, hätte ich sie alle auf den Müll fahren müssen. Das waren 14 Ballen, das wäre echt zu schade gewesen. Also das funktioniert, das Zukleben hat geholfen. Und somit bin ich da echt zufrieden, dass wir die Ballen gerettet haben. Also die Feldspritze mache ich zu Hause gleich noch sauber. Die wird einmal durchgespült, dann kommt der Frostschutz rein, dann ist die winterfit. Dann kann die an die Seite gestellt werden, die brauchen wir nicht mehr. Weil hier habe ich jetzt auch stellenweise schon ein bisschen Spuren reingefahren. Also hier ist jetzt für dieses Jahr Schluss. Das Einzige, was in der Fläche noch passiert, ist Mulchen. Und der Mulcher ist lange nicht so schwer wie die Feldspritze. Da fahre ich nochmal rum, mulch das alles noch einmal ab. Ja, da kommen auch die ganzen Disteln und so weg. Und dann wollen wir mal hoffen, dass es im nächsten Jahr eine noch schönere Fläche gibt. Dieses Jahr war die ja schon schön. Nächstes Jahr ein bisschen schöner, sind wir alle zufrieden. So, jetzt auf nach Hause. Es ist Donnerstag, es hat wieder angefangen zu regnen, was auch sonst. Wir hatten jetzt 2-3 Tage trocken und haben einiges geschafft. Ich habe euch ja immer wieder was gezeigt, aber wir gehen jetzt noch einmal schnell schauen, was wir gestern gemacht haben. Da hatten wir nämlich überhaupt gar keine Zeit, die Kamera anzuwerfen, weil irgendwie die ganze Zeit was zu tun war und ich dann immer gedacht habe, ach, hol doch mal eben schnell die Kamera, zeig das doch mal, dann war schon das nächste und das nächste und das nächste. Deswegen jetzt im Schnelldurchgang eben mal, was wir gemacht haben. Ihr seht schon im Hintergrund, die Feldspritze habe ich da abgestellt. Die habe ich noch nicht sauber gemacht. Ich musste gestern Abend schnell los Futter für die Schweine und die Gänse holen. Dafür habe ich den Trecker benutzt, habe da den Vieranhänger dran gemacht und bin losgefahren. Also habe die erstmal dahingestellt. Die hänge ich die Tage wieder dran, mache sie einmal sauber, dann ist die winterfest. Dafür haben wir jetzt aber unser Hoftor endlich fertig. Die Porte ist drin. Hier vorne haben wir ausgekoffert und ein bisschen Split reingemacht, dass man erstmal nicht durch die Matsche laufen muss. Ja, das war ja sowieso schon fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die elektrische Öffnung. Boah, ist die elektrische Öffnung vom Tor. Da müssen wir jetzt noch dran. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht mehr so ein großer Akt. Aber erstmal ist alles fertig. Die Tür geht auf. Man kann die Porte sogar abschließen. Ich weiß nicht wofür, weil wenn ich die abschließe, kommt natürlich hier niemand aufs Grundstück, ist klar. Also, hier sind wir durch. Hier wird noch ein bisschen gepflastert. Da muss ich mal gucken, wann ich das mache. Da sollen so kleine Kopfsteinpflastersteine gesetzt werden. Das geht aber zur Not auch bei nicht so tollem Wetter. So, also, Hoftor abgehakt. Dann hatten wir ja angefangen, die Holzkisten umzusortieren. Boah, wisst ihr was? Ich gebe dem jetzt erstmal was zu futtern, dem Hahn, sonst nervt er uns den ganzen Vormittag. Sobald er mich sieht, fängt er an zu blöken. Also, ich hole jetzt mal ein bisschen Futter für die Hühner und dann geht's hier weiter. So, die geben jetzt hoffentlich Ruhe. Ja, das ist so. Wenn ich morgens aus dem Haus komme, dann stehen die alle immer Gewehr bei Fuß und nerven, solange bis sie was zu fressen haben. Zu der Kombo hier erzähle ich gleich nochmal schnell was. Die sind nämlich unsere Freigänger, die hier vorne an der Straße wohnen, aber dazu später mal mehr. Hier waren wir gerade stehen geblieben. Jetzt machen wir hier auch weiter. Also, wir haben jetzt hier 6 Kisten Holz hingepackt. Da kommen wir jetzt vom Gepflasterten aus dran, können hier Holz fürs Haus holen. Haben das unter den Bäumen stehen, mit Plan abgedeckt. Da kommen wir jetzt vernünftig an unser Brennholz. Da sind ja auch schon die ersten Kisten leer. Wir haben schließlich jetzt fast Mitte November. Ja, und die Heizsaison hat Anfang Oktober angefangen. Und hier auf der linken Seite stehen die ersten 4 leeren Kisten. Die werden wir jetzt voll machen mit dem Eichenholz, was auf dem Miststreuer noch liegt. Sobald wir hier ein bisschen Luft haben und ja, so das Ganze so ein bisschen winterfest haben, werden wir den Miststreuer herholen. Und dann werden wir hier vorne das ganze Holz dann spalten, sägen, wegsortieren und dann hier vorne auch schon wieder sammeln und stapeln. Also wir werden jetzt, wenn
da die Kisten leer sind, die wieder füllen und einfach unter der Plane stehen lassen. Und dann mal gucken, wenn gutes Wetter ist, das alles nochmal neu zu sortieren. Aber so viel jetzt erstmal zur aktuellen Planung, was unser Brennholz angeht und wie es jetzt aktuell gelagert ist. Da seht ihr mal wieder das schöne Heckgewicht. Das funktioniert echt super, weil wenn wir jetzt Holzkisten oder Siloballen oder sowas fahren, ist das schon nicht so ganz verkehrt. Das ist jetzt hier die Ecke, wo wir den Aushub vorne vom Gartentor hingepackt haben. Da haben wir auch die Fundamente ausgebuddelt. Das liegt jetzt hier. Hier die Reihe Brennholzkisten ist weg. Da hinten stehen die nächsten 8. Da kommen wir jetzt im Moment nicht dran, sondern jetzt können wir hier in aller Ruhe aufräumen, ein paar Sachen hinstellen. Hier soll auch die Feldspritze hin. Die wird dann mit einer Plane erstmal abgedeckt, bis wir eine Möglichkeit haben, die vernünftig unterzustellen. Ja, und dann geht es jetzt hier auf jeden Fall weiter. Bei dem Regen natürlich nicht. Da fahren wir uns nur den ganzen Hof schlammig. Das macht keinen Sinn. Gestern und vorgestern hat das super geklappt. Der Hof ist sauber geblieben, weil ich halt ja hier ins relativ Trockene fahre und dann wieder rausfahre. Da bleibt nichts an den Reifen kleben. Aber jetzt, wo es geregnet hat, würde der ganze Hof eingesaut. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Also warten wir wieder bis ein paar Tage oder bis es einigermaßen trocken ist. Sagen wir so, ein paar Tage ohne Regen werden wir wohl jetzt nicht mehr erleben. Also wir warten mal, bis das wieder einigermaßen trocken ist und dann geht es hier auf jeden Fall weiter. Jetzt sind die Tiere erstmal dran. Da will ich mal sehen, dass wir die jetzt versorgt bekommen. Die haben heute mal eine extra Ladung Leckerlis verdient. Wir haben die letzten 2-3 Tage die immer nur morgens und abends versorgt und uns gar nicht so drum gekümmert. Ist nicht richtig ausgedrückt, aber heute gibt es mal Versorgung mit etwas mehr Liebe und Zuneigung. Wir gucken nachher mal einmal durch den Stall. Da hat sich auch einiges getan. Antonia ist jetzt überraschenderweise doch gedeckt worden. Wir hatten ja erst gedacht, die war rauschig und das dauert noch ein bisschen. Aber am Sonntag, letzte Woche Sonntag, hat der Eber drauf gesessen. Antonia geht's gut, alles ist super. Die sieht auch wieder richtig fit und munter aus. Also werden wir voraussichtlich Ende Februar, Anfang März Ferkel bekommen. Dann einen reinen, rotbunten Husumer Sattelschweinwurf. Da sind dann auch wieder Zuchttiere dabei. Und hoffe ich zumindest, wir werden es sehen, wir werden mal gucken. Und dann geht es auf jeden Fall bei uns jetzt da schon mal mit der Erhaltungszucht weiter. Jetzt aber erstmal Viecher versorgen, Enten, Gänse, Hühner. Das kennt ihr ja alles schon. Und dann laufen wir gleich mal nochmal durch den Schweinestall und gucken, wie es da aussieht. Die Rinder stehen aktuell noch hinten auf der Streuobstwiese. Vielen Dank für die mega vielen Tipps zum Thema, wie sichere ich die Bäume richtig. Der Michael hatte mich sogar angerufen und wir haben am Telefon ein bisschen darüber diskutiert und philosophiert, wie es läuft. Vielen Dank dafür. Echt geil. Finde ich super, wenn ihr uns da so unterstützt und helft, wenn wir da irgendwie sagen, wir wissen jetzt nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Guckt doch mal, was ihr für Ideen habt. Und da hat sich echt viel gesammelt. Also Wahnsinn. Ich trage das mal zusammen. Dann werden wir, wenn die Rinder umgezogen sind, uns die Bäume mal angucken. Werden dann mal so eine Bestandsaufnahme machen. Die alten Bäume raus. Und dann gucken wir, dass wir dann nach und nach die Bäume vernünftig gesichert bekommen. So, was haben wir noch? Nee, wir starten jetzt erstmal mit den Schweinchen. Die kriegen jetzt Stroh und Futter. Dann geht es bei den Enten weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die beiden hier, die sind im Kuschelmodus. Die haben sich jetzt gemütlich gemacht. Die haben jetzt den Wanz sich vollgeschlagen. Da ist jetzt erstmal Pause angesagt. Bei den Ferkeln das gleiche. Auch die tun sich jetzt die Ruhe an und legen sich ins schöne, frisch eingestreute Stroh. Wir haben aktuell noch 5 Ferkel. 5 sind die abgeholt worden letzte Woche. 5 sind jetzt noch hier. Wir haben die bei eBay Kleinanzeigen drin stehen. 2 würden wir noch abgeben. 2 Mädels. 3 bleiben hier. Und ganz ehrlich, wenn die bis zum Wochenende nicht weg sind, dann bleiben sie alle hier. Ist auch egal. Platz haben wir, dann ist das halt so. Aber wir werden sehen. Also wer noch Interesse hat, melden. 2 Mädels sind noch zu haben. Hier vorne links, das mit dem blauen Streifen, ist ein Eberferkel. Also immer noch ein Eber, die werden jetzt auch demnächst kastriert. Da hinten das mit dem blauen Streifen ist auch ein Eberferkel. Und ich glaube, das dunkle Schwein da hinten ist auch ein Eberferkel. Das weiß ich nicht mehr genau. Also es sind 3 Eber noch und 2 Sauen. Wir werden aber keine Ebermast machen, sollten die beiden Mädels uns noch verlassen, dann haben wir ja nur noch die 3 Eber. Die werden in jedem Fall kastriert. Jetzt fragt sich der eine oder andere wahrscheinlich, warum wir da so spät mit dran sind. Das ist eigentlich relativ schnell und einfach erklärt. Wir haben ja schon öfter mal in den Videos darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber in Deutschland vorsieht, dass die Ferkel nur noch unter Narkose kastriert werden dürfen. So. In der Vergangenheit haben wir das gemacht, wenn die relativ klein waren. Dann hatten wir aber immer wieder Schwierigkeiten, die kastrierten
Tiere in die Gruppe wieder zurück zu integrieren. Die Mama riecht ja ihre Ferkel, die schnüffelt da dran, die weiß genau, die riechen alle nach Ferkel, das ist alles meine. So, wenn die jetzt aber für einige Stunden aus der Gruppe raus sind, die werden rausgenommen, die werden in Narkose gelegt, die werden kastriert, dann müssen die wieder aufwachen. So, und erst wenn die richtig fit sind, können wir die wieder in die Gruppe stellen. Und dann hatten wir Riesentheater, dass die Mutter die Ferkel nicht sofort als ihre Ferkel erkannt hat. Und dann war es schon mal manchmal ein bisschen grenzwertig und ein bisschen kritisch. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, das haben wir schon mal gemacht, das hat super funktioniert, die erst, wenn die von der Mutter getrennt sind, zu kastrieren. So, sollten die beiden Mädels noch verkauft sein, haben wir ja nur noch die drei Jungs, dann ist die Integration im Prinzip sehr problemlos, weil die wachen auf und sind wieder in ihrer Truppe. Wenn die jetzt kastriert werden und die Mädels sind noch hier, dann kommen die halt wieder dazu und dann ist es auch kein Problem. Kritisch ist immer die Mutter, nicht die anderen Ferkel. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden zu sagen, erst wenn die von der Mutter weg sind, werden die kastriert, dann kommt der Tierarzt, dann wird das erledigt und dann haben wir überhaupt gar keine Integrationsprobleme der kastrierten Ferkel in die Gruppe. So, dann habt ihr das jetzt auch schon mal gehört und wisst, warum die jetzt immer noch als Eber rumlaufen. So, dann haben wir die Schweine jetzt auch angeguckt. Stine schnarcht, die schläft. Was haben wir sonst noch? Ich glaube, das war es erstmal. Wir werden auf jeden Fall jetzt die Rinder noch umziehen. Das seht ihr im nächsten Vlog. Die Wiese hinten laufe ich heute Nachmittag noch ab, gucke nach dem Zaun, dass der in Ordnung ist, dass die umziehen können. Da ist nämlich der Ballen leer, habe ich gesehen, so gut wie leer. Also wenn die jetzt zeitnah auf die neue Weide kommen, ist nicht schlimm. Wir müssen dann am Unterstand noch ein paar Sachen machen, dazu aber im nächsten Vlog mehr. Ich glaube, wir sind jetzt relativ weit gekommen. Das Tor ist fertig, das Brennholz ist sortiert, der Hof ist verwüstet, die Tiere sind versorgt. Ja, und dann war es das auch erstmal, denke ich. Ja, das sollte es gewesen sein. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Video. Ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag. Charlie ist heute nicht da, der hat ein paar private Termine. Ich mache heute mal alleine weiter. Müsst ihr euch jetzt die nächsten 14 Tage, denke ich, noch mit anfreunden, dass wir zu zweit Gas geben. Macht aber Bock, wir schaffen richtig was, es geht vorwärts. Also würde ich sagen, sehen wir uns Sonntag. Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, kommentieren auch nicht vergessen. Ist immer cool, was ihr so in die Kommentare schreibt. Das ist immer sehr interessant. Also von daher würde ich sagen, bis Sonntag, bleibt gesund und Tschüssikowski.